Ganz herzlich willkommen zu einem der Aktionär TV Interview. Ihr kennt bestimmt die alte Börsenweisheit, sell in May and go away. Trifft in diesem Jahr nicht wirklich zu, eher im Gegenteil. Wir haben ein aktuelles Monatsplus beim DAX von rund 5%. Es werden thematisch viele Dinge gespielt. Wir sprechen jetzt in diesem Interview unter anderem um charttechnische Indikatoren, die eben momentan besonders wichtig sind. Und wir klären, warum der Aufwärtstrend, der aktuelle, so gesund ist wie kaum einer zuvor. Mein Gast in diesem Interview, das ist Matthias Hüppe von der HSBC. Ja, schönen guten Tag, Herr Hüppe. Also von Sommerflaute kann nicht die Rede sein, auch thematisch nicht. Uns beschäftigt noch einiges, die Inflation natürlich weiterhin und daran anschließend natürlich auch die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank und auch der EZB. Und dann kommt ja auch so langsam der Präsidentschaftswahlkampf und die Präsidentschaftswahl im November in den Fokus. Viele, viele Themen. Was treibt denn die Märkte momentan wirklich zu den aktuellen Höchstkursen? Ja, aktuell muss man einfach sagen, Nvidia hat es ja auch gezeigt, es sind natürlich auch die Zahlen der Unternehmen. Also selbst, sage ich mal, Analystenschätzungen, die schon herausfordernd sind, werden von den Unternehmen teilweise nochmal übertroffen. Also wir sehen schon von den Wirtschaftsdaten her auch, die Quartalssaison hat es deutlich gezeigt, da ist sozusagen weiterhin, war positive Überraschung oft zu sehen. Also das treibt die Märkte auf der einen Seite natürlich immer noch das Thema auch der Zinsfantasie, Zinssenkungen. Da haben wir ja die Inflationszahlen in den USA gesehen, die so ein bisschen da auch vielleicht doch wieder Hoffnung geben. Im Euroraum sind wir dann natürlich schon einen Schritt weiter. Und insgesamt hat man auch das Gefühl, der Markt will einfach nach oben. Wir müssen ja überlegen, eigentlich hätten wir jetzt schon circa 3 Zinsschritte haben sollen. So war es zumindest Anfang des Jahres gesehen. Die sind nicht gekommen. Nichtsdestotrotz haben wir All-Time-Highs. Und das nicht nur in Europa, USA, sondern auch in China. Also Gold, Bitcoin, man kann sich fast die Asset-Klasse aussuchen. Überall sehen wir neue All-Time-Highs. Also der Markt will scheinbar nach oben. Unterlegt ist dieser ganze Bullrun auch eben durch charttechnische Indikatoren. Wir schauen mal auf eine ganz spezielle, die Advanced Decline Linie. Was hat es damit auf sich? Was sagt die aktuell aus? Ja, die Advanced Decline Linie ist eigentlich ein ganz simpler Indikator. Im Endeffekt nimmt man immer das Saldo aus Gewinnern und Verlierern. Da wird keine Gewichtung Ähnliches vorgenommen, ob man ein großes Unternehmen oder ein kleines Unternehmen. Und das Ganze für die größte Börse jetzt die New York Stock Exchange. Also man vergleicht einfach, wie viele Gewinner pro Tag, wie viele Verlierer pro Tag und das Saldo davon, da schreibt man fort. Und diese Linie hat ein neues All-Time-High. Also sie befindet sich seit 2016 im Aufwärtskanal, aber jetzt auch wieder ein neues All-Time-High. Und vielleicht, warum ist das so wichtig? Weil wir sehen oft zum Ende eines Bullenzyklus, dass es nur noch viele oder wenige große Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung sind, die den Markt nach oben treiben, während andere Unternehmen mit mittlerer oder kleinerer Marktkapitalisierung schon auf der Verliererseite sind. Das ist oft ein Zeichen davon, dass ein Zyklus zum Ende kommt. Und die Advanced Decline Linie zeigt Ihnen das Gegenteil. Die Mehrheit der Aktien an den Märkten steigt. Das heißt, es ist sozusagen eine, sage ich mal, gesunde Erholung, eine gesunde Entwicklung im Markt. Und es sind nicht nur wenige hochkapitalisierte, marktkapitalisierte Titel, die den Markt nach oben ziehen, während der Rest schon in eine andere Richtung geht. Also hier kann man sehen, hier ziehen geringkapitalisierte und großkapitalisierte Aktien sozusagen Hand in Hand den Markt nach oben. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Präsidentschaftswahl in den USA steht wieder an. Auch das eben so ein wiederkehrender Zyklus. Wie sieht es denn hier aus, wenn man das vergleicht? Wie laufen denn normalerweise solche Wahljahre ab? Und wie sieht es mit dem Dekadenzyklus aus? Ja, also der Präsidentschaftszyklus ist, glaube ich, einer der bekanntesten Zyklen, die wir kennen, der natürlich auch immer einen Indiz dafür geben kann, wo die Aktienmärkte hinsteuern könnten. Und jetzt befinden wir uns natürlich im Wahljahr, kurz vor der Wahl, in Anführungszeichen. Und wenn man sich das anschaut, wenn man sich diesen Zyklus anschaut, also im Wahljahr, dann sind gerade das dritte Quartal oder die Sommermonate, Juli, August, die ja sonst eher gemieden werden und sonst im Schnitt eher nicht unbedingt für die beste Entwicklung an den Märkten oder die besten Monate sind, besonders gute Monate. Also hier sehen wir auch eine Unterstützung an der Stelle von der Präsidentschaftswahl. Begründung ist natürlich klar, man versucht natürlich, der bestehende Präsident versucht natürlich Wahlgeschenke zu machen in der Form, dass die Wirtschaft dadurch prosperiert, was dann wiederum natürlich die Aktionäre und dann auch die Wähler glücklich stimmt. Und entsprechend würden wir dadurch natürlich auch steigende Kurse sehen. Historisch gesehen muss man da ja sagen, Juli, August, also gerade das dritte Quartal, besonders interessant. Und Sie haben es schon angesprochen, ein weiterer Zyklus, das ist der Dekadenzyklus. Also wenn man so sagt, so die Wirtschaft oder die Entwicklung sind immer in 10 Jahren. Dekaden. Auch der Dekadenzyklus sieht an der Stelle nicht schlecht aus. Da spricht das dritte und das vierte Quartal gerade dafür. Also auch hier beide Zyklen haben ein positives Signal.
Das sieht dann anders aus, wenn man den Durchschnitt dagegen sieht. Aber ein, sage ich mal, der Dekadenzyklus kombiniert noch mit dem Wahlzyklus kann auch noch mal ein positives Signal geben diesbezüglich, dass es durchaus noch Momentum gibt und weitere Entwicklung geht, auch in den Sommermonaten, die wir ja sonst eher so ein bisschen meiden wollen. Klingt eher so, als ob es eben ein spannender, heißer Aktiensommer auch für uns geben wird. Wenn wir auf dieses mäßige, eher mäßige laufende dritte Quartal noch blicken, welche Anomalien könnte es dann noch geben? Ja, Anomalien, also das dritte Quartal ist normalerweise eigentlich, wenn wir das uns jetzt angucken, wir haben das jetzt mal für den S&P seit 1928 angeschaut, eigentlich ist das dritte Quartal das schlechteste Quartal historisch gesehen. Aber, und jetzt kommt es wieder, nicht in den Wahljahren. Da ist es sogar mit 5% eins der besten Quartale. Also von daher kann man sagen, auch hier nochmal wieder eine Unterstützung. Das Wahljahr könnte hier nochmal dafür sorgen, dass wir das Momentum, was wir aktuell an den Aktienmärkten sehen, in den USA, und das überträgt sich ja dann auch sehr stark immer auf den Euroraum, weiterführen. Und also wie gesagt, diese Indikatoren, und man sollte natürlich immer schauen, wir schauen einen Blick zurück. Das heißt nicht, dass die Zukunft so sein muss. Es ist nur eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit. Aber zumindest kann man sagen, angefangen nochmal von der Advanced Decline Linie, die sagt, der Markt ist grundsätzlich gesund. Dann über die beiden, Zyklen spricht einiges dafür, dass wir durchaus noch eine Weiterentwicklung nach oben kriegen in den Märkten und vielleicht die All-Time-Highs, die wir jetzt gesehen haben, nochmal wieder sozusagen etwas erhöht werden. Und wie sollte man sich anhand dieser Prognosen oder Indikatoren als Anleger jetzt momentan positionieren, Ihrer Meinung nach? Ja, ich meine, grundsätzlich, wer investiert ist, hat sicherlich nichts falsch gemacht. Und man sollte natürlich, also bitte jetzt nicht zu viel Optimismus, weil das ist auch mal ein Warnsignal. Da sieht man schon, in den USA schon wieder sind die sind schon wieder sehr viele, sehr bullish. Also das könnte wieder ein Warnsignal sein. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, der Markt ist robust in seiner Entwicklung und auch spricht nichts dagegen, dass wir vielleicht in den Sommermonaten, die doch sonst eher ein bisschen eine Flaute an den Börsen darstellen, eben was anderes sehen, besonders angefeuert durch die Präsidentschaftswahl. Insgesamt sollte man sich natürlich immer in seinem Portfolio auch Gedanken machen, was, wenn es nicht so kommt, wo setze ich Stop-Loss, wo setze ich Kursziele, da spreche ich von berühmtem Money Management. Aber alles in allem kann man zumindest sagen, die Entwicklung, die wir derzeit sehen, ist eine robuste Entwicklung. Und von daher für die Anleger immer natürlich ein bisschen mit Vorsicht sehen, nicht zu optimistisch in den Markt gehen. Aber ich glaube, die Signale insgesamt zeigen zumindest, dass man jetzt nicht mit zu viel Fragezeichen in den Markt gehen sollte, aber immer über Plan B nachdenken, immer überlegen, wann man vielleicht Positionen auch verkauft. Also das ganz wichtig an der Stelle. Aber insgesamt, glaube ich, wichtig zu sagen, so ein bisschen als Nachricht, wir haben einen robusten Markt und zumindest historisch gesehen ist das dritte Quartal durchaus noch für eine positive Überraschung bereit. Das sind doch wunderbare, schöne Schlussworte. Ich sage vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Matthias Hüppe von der HSBC. Vielen Dank und Gruß nach Kulmbach. Ja, und bei euch bedanke ich mich fürs Interesse. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.